Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Sus Daubner. Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. SPD-Kanzlerkandidat SPD. Armin Laschet wird Kanzler. Die Union hat also die Hoffnungen aufgegeben, obwohl erste Umfragen darauf deuten, dass auch das Triell nicht die Wende gebracht hat. Das ist etwas sehr Unehrliches. Wer eine Politik der Mitte will, will eine Politik der Mitte. Nach dem Dreikampf heute der Dreikampf. Die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten von FDP, AfD, Linkspartei und FDP direkt im Anschluss an diese Tagesschau. Positiv hat die CDU das Ergebnis der Kommunalwahlen in Sachsen-Niedern gewertet. Nach dem vorläufigen Endergebnis kommt die FDP auf 31,7% der Stimmen. Die CDU bekommt 6,5%. Bürgerinnen und Bürger wissen zu unterscheiden, ob sie zu einer Kommunalwahl oder zu einer Kommunalwahl gehen. Impfkampagne, Impfkampagne, Impfkampagne. Derzeit haben 6% der Gesamtbevölkerung mindestens eine Impfdosis erhalten. 62,62% sind vollständig geimpft. Ich glaube, das muss man auch ganz klar sagen. Israels Premierminister Israels ist mit dem ägyptischen Präsidenten Israels al-Sisi in al-Sisi zusammengetroffen. Ägypten bemüht sich um eine Vermittlung in dem Konflikt. Ein Wahrzeichen von Paris. Der Triumphbogen wird seit gestern verhüllt. Und nun die Wettervorhersage. Sage für morgen. Ein Rhein bei Hochnemark sorgt vielerorts noch für Sonnenschein. Hier und da bilden sich Nebelfelder, die sich morgen aber meist schnell auflösen. Und dann scheint neben ein paar lockeren Quellwolken verbreitet die Sonne. Ingo Zeroni hat um 30.22 Uhr diese Tagesthemen. Wie viel Uhr und die Not?